Er heißt Mickey. Er ist nicht ganz 2 Jahre alt, mausgrau und wenn man die Ohren nicht dazu rechnet, kaum 80 Zentimeter hoch. Nachmittags sieht man ihn unbekümmert durch den Verkehr auf der Prinzregentenstraße traben. Am Zügel führt ihn der Immobilienhändler und Bauunternehmer Erich Sutor. Wie kam er auf die Idee, sich mitten in München einen Esel zu halten? Ja, guck mal, Sam. Ja, wir wollten an und für sich einen Pony haben, nicht? Aber da haben wir gesagt, ein Esel ist einmal was anderes, nicht? Und haben uns ein Eselchen angeschafft, weil ich habe ein Reitpferd, nicht? Und da habe ich natürlich bis im vorsten Ritt draußen und da habe ich sehr wenig Zeit und hauptsächlich für meinen Sohn habe ich es gemacht, gell? Dass der die Freude hat, weil der sehr viel Training hat beim Eislaufen und so weiter. Die Stunde vor dem Training im Prinzregentenstadion und am Nachmittag nach den Schularbeiten steckt der 14-jährige Schüler und Eiskunstläufer, der Erich Sutor Junior, mit dem Mickey zusammen. Aber es ist so wie mit der Spielzeugeisenbahn. Mindestens ebenso viel Spaß daran hat der Senior. Zum Einkaufen spannt er den Esel ein. Mit gespitzten Ohren drängt der Mickey zur Drogerie, in der Vitaminbonbons auf ihn warten.